Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Falls ihr zum ersten Mal eingeschaltet habt, mein Name ist Jenny und falls ihr wieder dabei seid, freue ich mich sehr, euch wiederzusehen. Heute gibt es eine kleine Storytime von mir und zwar wird es heute einmal nicht um Parfüms gehen, sondern um mein Bottega-Drama. Wenn ihr mein Video gesehen habt von meiner Handtaschenkollektion, habe ich da meine goldene Pouch von Bottega, die große, unboxed und war total verliebt. Eigentlich bin ich immer noch verliebt in diese Tasche, aber es hat sich ein Drama abgespielt in den letzten Tagen und ich wollte euch davon berichten. Wenn es euch interessiert, bleibt bitte gerne dran. Und wenn ihr noch nicht Teil unserer eigentlich wunderschönen kleinen Parfümfamilie hier seid, vielleicht überlegt ihr es euch, abonniert meinen Kanal, mich würde es wahnsinnig freuen, euch hier zu begrüßen, würde ich euch sozusagen mitteilen, was meine Erfahrungen mit dieser Tasche waren, wo das Problem lag und was passiert ist. Also, ich fange jetzt einfach mal an. Die Tasche war jetzt genau 2,5 Wochen in meinem Besitz. Ich habe sie jeden Tag getragen, sehr gerne getragen, habe sie sowas von genossen. Ich habe ständig Komplimente auf sie bekommen. Jeder hat mich darauf angesprochen. Und vor ein paar Tagen ist es nicht mir aufgefallen tatsächlich, sondern meinem Mann, der etwas aus der Tasche rausholen wollte im Auto. Und dann sagt er zu mir, oh schau mal, die Tasche ist da aber auch schon kaputt. Und ich habe gedacht, mein Mann, der neigt schon mal dazu, so einen Witz zu machen. Ich habe noch gelacht. Aber nein, Leute, die Tasche war, also praktisch diese goldene Farbe, oben, wenn ich es schaffe und Bilder einblende, zeige ich euch, was das Problem war. Ihr müsst euch vorstellen, oben bei der Pouch, wo dieser Verschluss zugeht, in diesen Falten vom Leder, hat sich das Metall, diese goldene Farbe, ist abgeblättert. Und zwar an mehreren Punkten. Zusätzlich hat die Tasche sich oben leicht verfärbt. Ich war am Boden zerstört. Wir waren unterwegs. Es hat auch noch gedauert. Ich bin direkt am nächsten Tag zu Bottega gefahren und habe denen das gezeigt. Tatsächlich hat Bottega gesagt, das ist das erste Mal, dass so ein Problem aufgetreten ist. Was ich mir vorstellen kann, ist einfach, dass in der Boutique die Tasche jemand eventuell mit Desinfektionsmittel an den Händen angefasst hat. Das hat sich reingefressen ins Leder. Und als ich sie zu Hause hatte und sie dann benutzt habe, ist es nach und nach abgeblättert. Ich persönlich würde niemals meine Hände weder eincremen noch mit Desinfektionsmittel sozusagen mit diesen Händen so eine Tasche anfassen. Das war mir von Anfang an klar. Es ist metallisches Leder. Es ist empfindlich. Warum ist mir dieses Video heute so wichtig, euch das praktisch zu erzählen? Ich hätte mir gewünscht, ich hätte ein einziges Video gefunden über diese metallische Pouch, wie sie sich im Alter trägt und vor allem, wie lange bleibt sie in diesem Zustand. Natürlich hat Bottega die Tasche sofort zurückgenommen. Ich hatte die Wahl, ich konnte mir eine neue goldene wählen oder eine andere. Ich habe lange überlegt, denn ich war wirklich verliebt in diese Tasche. Aber ich sage euch ganz ehrlich, mein Problem damit war, ich bin nicht sicher, dass das nicht nochmal passiert. Und vielleicht jetzt nicht innerhalb von 2 Wochen, was natürlich ein Unding war, aber vielleicht in einem Jahr, in 2 Jahren. Und ich bin eben nicht diese Art von Person, die jetzt 10 von diesen Taschen zu Hause hat und dann die goldene nur für besondere Anlässe nimmt, sondern ich wollte sie als Alltagstasche. Und ich denke, metallisches Leder ist nicht die beste Variante, wenn man es für jeden Tag haben möchte. Und das war mir wichtig. Ich weiß nicht, ob irgendeiner von euch entweder diese Pouch in Metall oder eine andere metallische Tasche hat, die ihr gern benutzt. Wie sind eure Erfahrungen? Wie läuft es mit metallischem Leder? Auch von anderen Designerlabeln oder vielleicht allgemein? Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Ich war so traurig. Leute, ich kann euch das in Worte nicht fassen, wie schlimm das für mich war, diese Tasche A abzugeben, mir keine identische wiederzunehmen aus Angst, dass ich sie dann nicht benutze, weil ich Angst habe, dass das wieder passiert und habe mir dann dieselbe Tasche, aber in einem glatten Leder in einer anderen Farbe mitgenommen, was ursprünglich meine zweite Wahl gewesen wäre, wenn die goldene nicht zu kaufen gewesen wäre. Und es ist geworden eine grüne. Und zwar ist das das Racing Green. Glattes Leder,
Ich wollte diesmal auf Nummer sicher gehen. Ich wusste genau, ich wollte eine Farbe und Grün ist für mich absolut die Farbe überhaupt. Dieses etwas quietschigere Grün, was es ja auch noch gibt, stand mir einfach nicht so gut von der Farbe her. Ich finde die wunderschön an anderen, aber zu mir passte sie nicht. Dieses Grün sah deutlich edler aus. Das ist so ein Emerald Green. Ja, also wirklich eine richtig schöne Farbe. Auf der Kamera wirkt sie ein bisschen anders, finde ich, als live. Dann gibt es noch ein dunkleres Grün. Das ist wirklich so ein richtig dunkles Grün. Und ja, das ist sie. Und um euch das einfach nochmal klar zu sagen, hier praktisch in diesen Falten unten drunter hat sich überall das Metall gelöst. Und ich muss sagen, ich trage die Tasche noch nicht mal so, dass man jetzt hätte sagen können, okay, ich habe da jetzt sehr viel dran gerieben, sondern ich trage sie ja wirklich unter dem Arm hauptsächlich. Und ich kann mir nicht erklären, wir haben sie verglichen, meine goldene mit der neuen goldenen in der Boutique. Und es war nicht nur die Stellen, wo sich das Gold abgelöst hat, sondern der ganze obere Teil der Tasche war nicht mehr so hell leuchtend Gold wie die neue in der Boutique. Also irgendwas ist da passiert und ich bin mir zu 100% sicher, dass es nicht meine Schuld war, denn wie gesagt, ich achte auf meine Sachen, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich sie nicht anpacke. Ich meine, das ist eine Tasche, die trägt man in der Hand. Klar, in Zeiten von Corona vielleicht jetzt auch nicht so die beste Wahl. Trotzdem, wenn ich mir die Hände desinfiziere, packe ich die Tasche nicht an. Und das habe ich mit der metallischen definitiv auch niemals gemacht. Und hätte ich nicht gemacht. Das heißt, wenn ich unterwegs bin und mir die Hände desinfiziere, packe ich die Tasche nicht mehr an. Ganz sicher nicht. Ich habe mir auch unterwegs nie die Tasche, also die Hände so zwischendurch desinfiziert. Ich mache das nicht. Ich mache das, bevor ich nach Hause gehe und dann einfach, weil es lohnt sich nicht nach jedem Geschäft oder so, die Hände zu desinfizieren. Ja, ich finde das übertrieben. Das ist jetzt aber halt nur meine Meinung. Jeder handhabt das so, wie er möchte. Aber ich will euch einfach nur sagen, definitiv war es nicht meine Schuld, dass irgendetwas passiert. Und ich nehme an, es war schon in der Boutique passiert und hat sich ins Leder gefressen. Und ich habe sie dann natürlich benutzt und festgehalten. Und dann hat sich nach und nach dieses Metall, was eben über dem Leder ist, abgerieben. Leute, ich bin immer noch nicht ganz wieder die Alte. Mich hat das wirklich sehr getroffen. Ich sage es euch ganz ehrlich. Ich war so glücklich mit dieser Tasche, ja. Ich werde auch glücklich sein mit der hier, das weiß ich. Ich liebe dieses Modell von der Tasche. Ich wusste, ich möchte nur eine große Pouch. Es kam nichts anderes in Frage. Aber die goldene war halt die goldene. Auf der goldenen stand mein Name drauf. Hier auch, aber die ist deutlich zurückhaltender. Die ist deutlich... Ich habe dieses Grün gewählt, weil ich finde, Leute, trotzdem... So wie oft ich diese Tasche unterwegs sehe, dieses Grün sehe ich sehr selten. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Ich wusste ganz sicher, es wird eine grüne. Ich wusste nur nicht genau den Ton. Ich wollte sie anprobieren und einfach sehen, welcher Ton mir am besten steht. Und es war definitiv dieses Grün, was am edelsten für mich jetzt die erste Wahl war. Und ja, diese Geschichte wollte ich mit euch teilen. Besonders für diejenigen, die sich überlegen, eine metallische Tasche im Allgemeinen zuzulegen, die teuer ist. Überlegt euch das gut, seid euch einfach dessen bewusst, metallisches Leder ist sehr, sehr empfindlich. Und wenn ihr so wie ich jetzt nicht jeden Tag da rausrennt und euch eine Designerhandtasche kaufen wollt, sondern ihr das wirklich macht, um eine Sache zu haben und die wirklich zu genießen, muss ich wirklich sagen, metallisches Leder ist wirklich, wirklich sehr empfindlich. Hab das im Hinterkopf. Ich muss sagen, der Service bei Bottega war 1A. Leute, sofort, die 2 Wochen waren schon rum. Es gab überhaupt keine Diskussion. Innerhalb von Minuten war die Tasche abgegeben. Ich hatte sofort die Möglichkeit, mir jede andere Tasche auszusuchen, die ich haben wollen würde. Die hätten mir auch eine andere Farbe bestellt, wenn denn das nicht dabei gewesen wäre, was ich jetzt haben will. Das will ich hier an dieser Stelle nochmal sagen. Also der Bottega in Zürich
1A Service. Ja, definitiv, das muss ich hier an der Stelle nochmal sagen. Keiner kann jetzt was dafür, was genau mit meiner Tasche jetzt war. Ich weiß es nicht und wir werden es wahrscheinlich auch nicht rausfinden. Ich wollte jetzt auf Nummer sicher gehen. Ich wollte definitiv etwas haben, womit ich jeden Tag Freude habe. Ich habe 2 Kinder zu Hause. Ich habe nicht die Möglichkeit, diese schöne metallische Tasche wahrscheinlich so zu tragen, wie man sie tragen sollte. Und zwar einmal abends zum Ausgehen. Vielleicht vom Auto bis ins Restaurant und für ein paar Insta-Fotos, mehr nicht. Und das ist nicht mein Lifestyle. Ich brauche etwas, was ich mitnehmen kann, um meine Kinder im Kindergarten, aus der Schule, in die Schule, auch mal zum Einkaufen. Und was mir an den Bottega-Taschen so gefällt, kein Label, Leute. Ja, kein Label. Ich weiß, dass es viele Dupes gibt, die fast identisch aussehen. Das mag alles sein. Das muss jeder für sich selber entscheiden, wie und wohin er sein Geld ausgibt. Ich, die das schon mal in der Hand gehalten hat, kenne den Unterschied. Ich sehe den Unterschied und sie sind mit den Dupes leider qualitativ niemals die gleichen. Und für mich war es wichtig, ich wollte diese Qualität in den Händen halten. Und ich weiß, diese Tasche wird mich Ewigkeiten begleiten, bis sie auseinanderfällt, definitiv. Und ja, ich hoffe, ich habe jetzt mehr Glück mit meiner zweiten Pouch. Ich wollte sie euch einmal gezeigt haben und euch auf den neuesten Stand meiner Kollektion bringen. Also die goldene ist nicht mehr da, sondern ich habe sie jetzt in Racing Green. Und ich hoffe, dass ich den Menschen, die eventuell sich überlegen, die goldene zu kaufen, einfach nur mit auf den Weg gebe. Es ist keine Tasche für den Alltagsgebrauch. Damit werdet ihr nicht glücklich. Wenn ihr es einfach nur für besondere Anlässe nehmt, definitiv ein mega, mega tolles Einzelstück und ich werde sie immer lieben. Ich werde sie immer in meinem Herzen tragen, aber leider sollte es mit uns beiden nicht sein. Und ich hoffe, mit uns beiden jetzt soll es sein und ich werde mehr Spaß dran haben. Und ja, davon wollte ich euch berichten. Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Falls ihr zum ersten Mal eingeschaltet habt, mein Name ist Jenny und falls ihr wieder dabei seid, freue ich mich sehr, euch wiederzusehen. Heute geht es mal wieder nicht über Parfums, nehmt es mir bitte nicht übel, aber mein Bottega Veneta Drama scheint nicht zu enden und ich wollte es einfach mit euch teilen. Es ist jetzt sozusagen der dritte Teil, denn meine Geschichte war mit der grünen Pouch, wenn ihr mein letztes Video gesehen habt, ich blende euch hier ein Bild ein, nicht beendet. Für die, die es interessiert, bleibt bitte gerne dran. Und wenn ihr noch nicht Teil unserer wunderschönen Parfümfamilie hier seid, vielleicht überlegt ihr es euch, abonniert meinen Kanal. Mich würde es wahnsinnig freuen, euch hier zu begrüßen. Und ansonsten machen wir heute so eine kleine Storytime. Leute, es ist so warm bei uns. Es sind weit über 30 Grad. Ich sitze und wirklich, es ist fast nicht auszuhalten. Also wenn ich glänze und wirklich, seht mir nach, ich drehe trotzdem für euch, obwohl ich hier drin kaum atmen kann. Ja, das aber nur so am Rande. Meine Bottega-Geschichte. Wenn ihr das ein bisschen mitverfolgt habt, ich fasse es kurz nochmal zusammen. Ich hatte mir ursprünglich eine Bottega Veneta Tasche gekauft, ganz ursprünglich. Das war die Mini Jody in Schwarz. Ein Bild werde ich euch einblenden. War damit aber irgendwie nicht glücklich und habe mich doch entschieden, eine große Pouch von Bottega zu kaufen. Und zwar in der Farbe Gold. Metall. Auch davon blende ich euch gleich ein Bild ein. Diese Tasche habe ich 2,5 Wochen so gerne benutzt. Es war einfach meine Traumtasche. Ich war so glücklich, das kann ich in Worten nicht beschreiben. Nach 2 Wochen fiel aber auf, dass das Metall sich abgerieben hat an der Tasche und zwar an mehreren Stellen. Ich bin damit natürlich direkt in die Boutique. Ich durfte mir eine andere Tasche aussuchen und habe mir eine grüne Pouch in Glattleder in Racing Green mit nach Hause genommen. Auch davon kriegt ihr ein Bild. Und ich habe gedacht, super, meine Geschichte ist jetzt fertig. Ich habe sicher gespielt. Ich habe jetzt ein Glattleder genommen in einer nicht ganz so hellen Farbe. Mir kann jetzt nichts mehr passieren. Habe sie abends nach Hause gebracht. Am nächsten Tag wollten wir in die Stadt fahren. Ich habe die Tasche neu gepackt. Wir sind ins Auto gestiegen. Die Sonne schien auf die Tasche und ich dachte, ich sehe nicht richtig.
mitten vorne auf der Tasche ein schwarzer, hauchdünner, aber Strich. Ich habe versucht, das abzubekommen. Es ging nicht ab. Klar würde man es vielleicht nicht so bemerken, aber die Tasche war nagelneu. Ich habe sie zum allerersten Mal genommen und es sah einfach nicht schön aus. Also ich, Tasche wieder eingepackt, zu Bottega gesprintet, kam da an, es war kurz vor Schließung des Ladens und die haben das inspiziert, die haben da so ein spezielles Gerät stehen, wo die einfach schauen, was da Sache ist und der hat das da eingescannt und es war wohl ein Fehler im Leder. Also es war nichts, was irgendwie drauf gekommen ist, sondern tatsächlich ein Verarbeitungsfehler. Und da stand ich wieder, ohne Tasche. Und ich wusste ja, weil ich ja vor ein paar Tagen erst da war, was die so hatten. Und ja, da war eine, die war so ein vielleicht, aber auch zweite Wahl. Ja, und das war auch nicht so ganz das, was ich wollte. Und ich war da so ein bisschen, stand so ein bisschen im Regen und die haben mir angeboten, wir bestellen ihnen die Farbe, die sie wollen und so weiter und so fort. Ich wollte sie halt gerne in Urlaub. Wir fahren am Montag in den Urlaub und ich wollte sie natürlich gerne mitnehmen und war da natürlich ziemlich niedergeschlagen. Auf einmal kommt ein Verkäufer um die Ecke dort, ein anderer, nicht der, der mich bedient hat, und wendet sich dann an mich und sagt, ich hätte da eine andere Farbe. Eine Farbe, die sie sonst nirgendwo bekommen. Die war bestellt für eine Kundin, die sollte sie gestern abholen. Hat sie nicht getan. Die Tasche ist ab jetzt wieder im Verkauf. Ich kann sie Ihnen gerne zeigen. Naja, ich war erstmal so, okay, mal gucken, was da kommt. Meine beiden Töchter waren mit mir und als er kam mit dieser Tasche um die Ecke, konnte ich meinen Augen kaum glauben, was ich da gesehen habe. Und ich habe überhaupt nicht überlegt, keine Sekunde, das war Liebe auf den ersten Blick. Ich habe sie sofort mir einpacken lassen, aber sie wurde vom Store Manager selber inspiziert nach Problemen, nach irgendwelchen Verarbeitungsfehlern oder sonstigem. Ich habe ihn darum gebeten. Sie ist aber einwandfrei. Und ich würde euch gerne das neue Mitglied meiner Taschenfamilie vorstellen. Und zwar ist das diese hier in so einer Milka-lila Farbe. Ich finde, die Kamera fängt das relativ gut ein. Es ist wirklich so diese Milka lila Farbe. Ich finde sie toll. Leute, ich muss euch ganz ehrlich gestehen, ich bin froh, dass es mit der grünen nicht geklappt hat, sonst hätte ich diese hier nicht. Diese Farbe ist online nicht zu bekommen, zumindest man in der Schweiz nicht. Es ist noch nicht mal gelistet, diese Farbe. Ich weiß leider nicht, wie die Farbe heißt bei Bottega, weil ich so abgelenkt war mit diesem schönen Stück. Normalerweise frage ich immer, wie heißt diese Farbe und habe gedacht, egal, ich gucke es online. Aber die Tasche gibt es online nicht. Zumindest nicht im Bottega online. Und sie ist wohl sehr, sehr schwer zu bekommen. Und ich habe da ein echtes Liebhaberstück bekommen. Und bin nach diesem ganzen Drama, was ich hatte, jetzt hoffentlich angekommen mit meiner lila Tasche. Und ja, da steht mein Name drauf. Es ist das Außergewöhnliche. Nicht wie jeder. Ihr kennt die Geschichte. Ich habe es ja schon tausendmal gesagt. Ich bin einfach so. Ich möchte diese Tasche täglich im Gebrauch haben. Deswegen brauche ich etwas, wo ich mir keine Sorgen machen brauche. Das ist kein metallisches Leder. Das ist Glattleder. Und normalerweise, ich war einfach nur ein Pechvogel. Wie das passieren konnte, dass ich praktisch dreimal jetzt umtauschen musste. Das eine Mal habe ich ja freiwillig gemacht mit der schwarzen, das zähle ich nicht mit. Aber die anderen beiden Male war ich gezwungen, sie umzutauschen. Und drückt mir die Daumen, dass ich sie behalten darf, weil ich möchte sie auf gar keinen Fall mehr hergeben. Ich sage euch ganz ehrlich, wenn da jetzt eine Macke drin ist, bleibt sie. Sie bleibt, mir ist es egal, ich habe es auch zu meinem Mann gesagt. Ich werde sie nicht mehr umtauschen, auf gar keinen Fall. Aber ich wollte euch einmal gezeigt haben, für die, die es interessiert, vielleicht wollten sie die Farbe mal live sehen. Das Leder ist wie Butter. Leute, das ist der absolute Wahnsinn. So sieht sie von innen aus. Ich zeige sie euch mal, das Papier ist noch drin. Sie hat silberne Hardware, für die, die es interessiert. Alle meine anderen hatten goldene. Die hier kommt mit Silber, man sieht es sowieso nicht. Aber das ist so ein Pop of Color und ich finde einfach,
passt zu allem. Ich habe es eigentlich schon durchprobiert, so mit meinen Klamotten. Also keine Probleme, sie zu kombinieren. Und ja, ich bin sehr, sehr verliebt und glücklich und hoffe einfach, ich muss nie wieder erstmal in den nächsten Monaten in diese Boutique. Ich glaube, die können mich nicht mehr sehen und ich kann sie auch nicht mehr sehen und ich möchte nichts mehr umtauschen müssen. Aber tja, was soll ich euch sagen, Leute? Bei dieser Art von Handtaschen dürfen halt so Probleme nicht entstehen, ja, finde ich. Und ja, ich bin wahnsinnig glücklich damit und wollte sie euch einfach nur gezeigt haben und wollte euch natürlich die Geschichte erzählt haben, die, glaube ich, einmalig ist. Ich weiß nicht, ob sonst noch irgendjemand so oft eine Tasche umtauschen musste, neu in der Boutique. Ich weiß es nicht, aber gut. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Jetzt bin ich zufrieden, ich bin glücklich. Ich habe sie komplett inspiziert, der Chef des Ladens auch. Also ich denke, es kann jetzt nichts mehr schief gehen. Den ganzen Rest fabriziere ich ja dann selber, das ist dann mein Pech. Ja, eine Sache wollte ich noch dazu sagen, wenn wir jetzt schon bei dieser Pouch sind. Ich kann mich erinnern, als ich Interesse an dieser Tasche hatte, habe ich das Internet durchwühlt, nach Meinungen und nach Erfahrungen, wie lebt man eigentlich den Alltag mit so einer Tasche? Ist das bequem? Ist es unbequem? Wie macht man manche Sachen? Ja, allgemein so ein paar Worte zu der, ja, zu einem Alltagsleben als Mama, als Hausfrau, als keine Ahnung, arbeitender Mensch. Ist es bequem mit so einer Pouch? Und dazu würde ich gerne ein paar Worte sagen. Ihr wisst, ich bin Mama von 2 Kindern. Ich muss sehr viel unterwegs sein, sei es beruflich, sei es privat, ganz egal. Ich bin sehr viel draußen, ich bin viel unterwegs und ich brauche etwas, was bequem ist und was mich nicht einschränkt. Und ich war immer der Meinung, sowas würde mich einschränken, weil man das ja so trägt, wobei ich euch sagen muss, Leute, ich trage diese Tasche nur in Notfällen so, wenn ich ja gerade mal einfach vielleicht das so nicht nehmen kann. Aber ansonsten trage ich sie immer unterm Arm und ich klemme sie so unterm Arm, dass ich im Prinzip beide Hände frei habe. Ja, also ich kann alles machen. Und mich stört es nicht, mich schränkt es überhaupt nicht ein. Ich packe sie nicht voll. Sie ist so leicht, dass man sie im Prinzip kaum spürt. Eine Sache muss man wissen bei dieser Pouch. Wenn ihr nichts hier unten reinlegt, ja, es gibt ein paar Tricks, die werde ich euch gleich noch verraten. Ihr könnt natürlich so Taschenorganizer nehmen, die man da rein tut. Allerdings muss man wissen, macht ihr einen Taschenorganizer rein, wird sie natürlich auch breiter und dann könnt ihr sie nicht mehr so gut unter den Arm klemmen. Denn so ist sie wirklich, wie ihr seht, richtig dünn. Mache ich den Organizer rein, wird das hier natürlich viel breiter in der Breite und dann steht sie euch dann definitiv ein bisschen mehr raus und dann könnt ihr es nicht mehr so gut klemmen. Aber habt ihr es so, passiert euch dann diese Sache. Ja? Wenn euch das nicht stört, viele tragen die so. Ich persönlich mache was ganz anderes. Ich lege mir unten immer irgendwas in die Tasche rein, aber nur ganz unten. Sei es so ein Boden, einfach nur ein Boden oder ein Schal oder irgendwas und dass sie unten Stabilität hat. Und das reicht mir. Aber oben mag ich es, wenn sie wirklich dünn ist. Und dann kann ich sie mir einfach so klemmen, aber der Boden bleibt trotzdem fest. Und ja, so mache ich das zum Beispiel. Aber ansonsten sage ich euch ganz ehrlich, ich möchte zurzeit keine andere Tasche nehmen. Ich liebe den Style. Ich fühle mich überhaupt nicht eingeschränkt. Ich fühle mich eher im Moment unwohl, wenn ich meine Crossbody-Taschen nehme. Ich möchte lieber die. Irgendwie fühle ich mich freier damit. Und ja, also das wollte ich noch ein paar Worte dazu sagen. Sie trägt sich mega. Ich habe andere Pouches ausprobiert, einfach um zu testen, ob ich überhaupt mit so einer Tasche umgehen kann, bevor ich mir eine von Bottega kaufe. Und ich war so begeistert davon, dass ich gesagt habe, okay, ich kaufe mir das Original. Und ja, das würde ich auch euch empfehlen. Probiert erstmal aus mit etwas günstigem.
kann ich damit überhaupt umgehen? Ist das was für meinen Alltag? Schaffe ich das? Ist mir das bequem oder ist mir das unbequem? Und das kann ich euch nur sagen. Ich glaube nicht, dass es was für jedermann ist. Ich denke, entweder man liebt das oder man hasst das. Ich gehöre dazu. Ich möchte zurzeit keine andere Tasche. Wobei ich noch dazu sagen muss, die Dupes tragen sich nicht so bequem wie die Bottega. Ist so. Sie sehen von außen fast identisch aus. Keine Frage. Aber der Griff und die Tasche an sich, es trägt sich anders. Wenn ihr einmal das Original probiert habt, werdet ihr mich verstehen und es ist nicht dasselbe. Aber als Test, finde ich, sollte man das machen, bevor man das Geld ausgibt und sie dann nur im Regal stehen hat. Bin ich ganz ehrlich, testet es vorher aus. Leute, das war mein Bottega-Drama, was jetzt hoffentlich beendet ist. Ich hoffe, es war ein bisschen informativ und hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, wir sehen uns bald wieder in einer meiner nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss.